Hallo und herzlich willkommen zur Nummer 3 der News aus Ribnitz vom Bernstein-Ressort. Sie sehen die Tiefbauarbeiten im vollen Gange. Es werden vom Kirkwitzer Weg bis zum Anfang des Steges Wasser und Abwasser sowie ein Leerrohr für Elektro verlegt. Gut die Hälfte ist geschafft. Die beiden Gullideckel signalisieren hier unsere Anschlüsse in der Landstraße. Wie angekündigt ist die Firma Ostseedienst vor Ort und hat schon eine Menge geschafft. So ist schon einer der Betonblöcke entfernt und auch Dutzende von Dalben. In seiner 50-jährigen Geschichte wurden an dem alten Steg immer nur neue Dalben nachgerammt, alte aber nie entfernt. Leider müssen die alle raus. Im Folgenden möchte ich gern Herrn Zülsdorf zu Wort kommen lassen. Herr Zülsdorf ist der Projektleiter der Firma Ostseedienst für unser Projekt und auch ziemlich wichtig, dass die Arbeiten hier pünktlich vonstatten gehen. Ja, guten Tag, mein Name ist Philipp Zülsdorf, bin der Projektleiter von der Firma Ostseedienst GmbH und wir haben das Glück, hier die neue Steganlage bauen zu dürfen mit den schwimmenden Häusern. Und wie man hinter mir sehen kann, sind wir auch schon dabei. Aktuell reißen wir die alte Steganlage ab und dann ab nächste Woche, spätestens übernächste Woche, werden dann die ersten Pfähle gerammt werden für die neue Anlage. Ist ja heute hier Filmwetter. Und hier nochmal kurz ein Blick auf die Baustelle von etwa dort, wo die Steganlage am Ufer beginnen wird. Ein Blick auf den Schlepper, der die Pontons nach Ribnitz gebracht hat. Und ansonsten wünsche ich Ihnen schon mal vorab ein schönes Wochenende und freue mich, Ihnen dann nächste Woche vielleicht ein paar neue Nachrichten überbringen zu können. Bis dahin, Ihr Ulf Beiter.